Gut, wir gehen mal vor. Wir könnten mit der Panzerarmee den hier erstmal auseinandernehmen. The Soviets have taken heavy casualties. They won't soon forget this day. That concludes our main objective, but this has created a good opening. We must capitalize on it and move the front line deeper east. Capture Volchansk, Krasny Liman, Starobelsk, Kupiansk and Valuiki. Das bin ich schon vorher dabei. Diese Dinge habe ich schon vorher im Visier gehabt, bevor die überhaupt auf diese Idee kamen. Okay, lassen wir das mal hier so stehen. Wir ziehen euch hier runter. Artillerie hier hin. Die hauen wir auch noch mal hier rein. The Russian offensive ends in failure. We held the line. As I knew you would, General. Now focus your efforts on finishing off the encircled troops. Okay. Machen wir das. Machen wir das. Rücken hier vor. So, hier lang. Dann holen wir die Artillerie hier mit, ja. Hier hin. So, erstmal hier eine rein wieder hauen. Ah, komm mal, ist nicht dein Ernst jetzt, komm schon. Hätte ich doch jetzt gerne in dieser Runde da draußen, das kann doch nicht wahr sein. Sieht aber nicht so aus, als wenn das jetzt funktionieren würde. Nein, leider wohl nicht. Oder? Fuck. Okay, ist nicht schlimm. Wir können aber hier schon mal lang. So, Artillerie schon mal rein. Oh, so, Aufklärung. Jetzt. Eins, fünf. Ja. Ein Blatt. Nein. Okay, gut. Nicht wahr. Ja, das ist nicht gut. Nee, das passt gar nicht. Wir können Folgendes machen, indem wir uns hier massiv beschäftigen. Nee, das ist. Nee, das wäre totaler Schwachsinn, da jetzt einen Angriff zu starten. Das wäre totaler Schwachsinn. So, Sturmgeschütze. Sehr schön. Wir könnten es ja versuchen. Oh, warte mal, die Artillerie, kommst du? Ja, wunderbar. Es klappt. So, perfekt. Das wäre erledigt. So, Artillerie.
Aufklärer. So, wir haben jetzt schon 3 Fotos dann, wenn der jetzt sitzt. Oh, der sitzt ja noch ziemlich gut im Sattel. Warte mal, wie sieht's denn aus, wenn man... Müsste doch reichen, oder? Dann machen wir erstmal den Panzer da platt, wenn ich schon das Angebot hier bekomme. Ja, das mit den Fotos, das ist ein... Eine nette Aktion. Problem gelöst schon. Nein, der hat überlebt. Hast du noch Munition überhaupt? Warte mal. Du hast noch Munition? Nee. Nee. Sind alle leer. Der T. Der Matilda. The filming has been finished, Herr Reichsmarschall. The director seemed excited talking about her plans. I believe she's pleased with the results of this undertaking. You have my most heartfelt gratitude, Holder. I'm sure the Führer will enjoy seeing the movie as much as you enjoyed making it. Expect to see your name in the credits. Oh, übergreifender Bonus bei Stalingrad. Da wissen wir schon mal, was bald kommt. Also dann nach Stalingrad, aber das war zu erwarten. Was dann der Stalingrad bekommt. Okay. Hier drauf. Sehr schön. Der Panzer ist wieder fit. Das ist gut. Gar nichts drin, sehe ich gerade. Okay. So. Ja, bei ihm bricht alles zusammen. Das siehst du jetzt. Da bricht es jetzt komplett auseinander. Hier drauf. Hier hin. Da hat er noch. Ja. Okay. Okay, kommt mal hier hin. Hier hin, ja. So, dann hier unten. Na gut. Dann halt so. Hier hin? Nein! Ah, es war 2. Ja, zu spät. Ja, war ich zu schnell. Da war ich schon... Ah, der ist eh schon tot. Nee. Da hat er es echt noch überlebt. So. Das ist akzeptabel. Und weg. So. Ja, die Einheiten hier sind komplett eingesperrt. Geht gar nichts mehr jetzt.
So, die Mathilda. Hat er Glück gehabt jetzt, oder? Ne, wir kriegen ihn. Okay, die eingekesselte Armee ist erledigt. Hierhin. Dann schicken wir die Infanterie hier schon mal raus. Artillerie haben wir. Infanterie. Du kannst mal in der Stadt bleiben. Du kommst noch hier mit. Dann sind das eigentlich nur noch hier diese Einheiten, die wo hier drin sitzen, ne? Ja. Gut, das Thema dann ist hier komplett durch. Ja, hier. Das ist ärgerlich. Das regt mich jetzt wieder auf, dass das wieder mal so nach hinten losgegangen ist. Ja. Gut, dann als nächstes. Hier unten haben wir aber noch einiges, wie es aussieht. Ein 7. Infanterie oder was ist hier? Ein Bunker. Okay. Ein Bunker, das ist okay. Ja, wir ziehen den schweren Panzer schon mal als hier hin. Oh shit! Ah, oh, hat der da Geschütze stehen? Oh, das war nicht so prickelnd. Okay, irgendwas steht hier, ich weiß nicht, was es ist, aber du kommst erstmal noch hier hin, noch nicht so weit nach vorne. Aufklärer. Sehr schön. Boah, ich war nicht im Bunker. Schussreichweite. Das war... Puff. Da haben sie den Bunker nicht gut aufgestellt, aber habe ich nichts dagegen. Okay, wir sehen hier eine massive Panzerarmee. Deswegen würde ich wirklich sagen, ja, wir schicken jetzt die Luftwaffe, weil wenn die zurück ist, dann braucht die... Tag. Nächste Runde ist auch Tag. Ja gut, wir werden jetzt da oben eh noch nicht hinkommen. Wir schicken die Luftwaffe zurück, ja. Können da vielleicht einzelne Ausnahmen machen. Obwohl ich auch sagen würde, dass die das hier hinkriegen, weil dann schicke ich den Panzer hier raus. Mal gucken wir mal. 3-6. Eieieiei. Das sollten die hier hinkriegen. Infanterie 3-4. Eieieiei. Da würde ich sagen, na, irgendein Jäger das hinkriegt. Ich würde sagen, wir schicken mal den Jäger jetzt zurück. Oh shit. Ja. Das ist, wo willen die eigentlich hin? Ah, der kürzeste Weg hier runter. Ja, warum eigentlich nicht? Dann gucken wir mal, was da noch an Flaks ist. Eine Flak. Zwei Flak. Okay, das war's. Mehr ist da nicht mehr. Gut, kann man mit leben. Das ist in Ordnung. Dann... Mal, ob wir da ein bisschen was bereinigen. 2-7, ja, das kann ich noch hinnehmen. Okay, und du zurück.
Na, könnte von dem einen oder anderen jetzt einer abkriegen wohl. Gut zurück. Ach, weißt du was, das machen wir jetzt. Auf dem Rückflug werden unsere Stukas. Moment, die Stukas will ich, dass die das ohne große Probleme hinkriegen. Dann würde ich sagen, als erstes machst du da deinen Luftangriff rein. So, der ist leer. Der hat noch einen Schuss, okay. Na, dann setzen wir den Bomber hier drauf. Die Stuka. So, damit wäre die Luftverteidigung komplett ausgeschaltet. Jetzt sag mir mal bitte, wer das ist. Der ist hier. Okay. Den sehe ich nicht. Das ist eine Panzerabwehr. Das ist kein Panzer. Ich dachte, das wäre ein Panzer. Aber der, eine Panzerabwehr. Interessant. Okay, interessant, interessant, ja. Sehr schön. Wir machen hier das. Ja, unterstützt das hier. Ihr seid jetzt eh da oben und warum soll ich jetzt da 10 Stunden rumhantieren? Wenn ihr das gut unterstützen könnt. Das heißt, wir können in der nächsten Runde eigentlich hier nochmal einen Luftangriff fliegen. Dürfte eigentlich jetzt nicht mehr groß Widerstand sein, ne? Ja. Wir müssen halt jetzt gucken, dass die Einheiten die nicht hier abhauen aussehen. Ja, und jetzt machen wir hier im Kessel. Wir haben in der nächsten Runde, gucken wir, dass wir in der nächsten Runde hier im Kessel alles schon so gut wie platt machen. Das müsste sogar machbar sein. Die Einheiten haben auch keine Versorgung mehr? Nein. Wie sieht denn das bei euch jetzt eigentlich aus? Die haben ja, das ist hier ein Hauptversorgungspunkt hier. Gut, und dann würde ich sagen, dann gehen die Einheiten hier runter und erledigen das hier. Okay. Ihr geht jetzt gleich hier weiter. Und dann machen wir das hier von mehreren Seiten. So, das wäre das hier. Go.
Petrov's unit has fallen to our men, Halder. Bring this good news to Guderian. His tank unit suffered the most due to Petrov's actions after all.
Ja, ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Aber die Artillerie gibt Feuerschutz gut, ja. Er geht auf die Infanterie. Das ist jetzt nicht wahr. Der kann einfach durch meine Kontrollzone hier spazieren. Das ist doch echt zum Brechen. Oh, fuck. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.